Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Skysolated Arcadian Skies mit dem guten Kinzi und mir. Moin. Moin, gib mal laut. Jo. Ich brauche mal ein bisschen Erde. Ich will ja hier noch eine neue Plattform für die Bienen machen. Okay. Ne? Da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Biene, 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 Biene. Ich bin eine Biene. Du wirst gefickt. Oh, ich muss den Shader wieder ausmachen, der geht mir jetzt schon wieder auf die Eier. Läuft eigentlich die Autodirte? Ja, die Autodirte läuft. Läuft die Autodirte? Ja, die Autodirte läuft. Oh. Interessant. Seit wann geht das? Was? Das ist eine Energy Cell. Aha. Schon gut. Okay, ja, stell die bitte nicht um, weil die soll schon so bleiben. So, Shell Leaves macht er ja gar nicht. Warum hat er denn so viele Blätter noch? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, damit der Kind sich nicht beschweren kann, habe ich mal ganz viel Gravel in die Siebe gegeben. Ja, das finde ich super. Das denke ich mir. Ja, was ich heute machen möchte, ist eigentlich mal ganz schnell erklärt. Ich brauche eine Axt, um Kobalt und Ardite abzubauen. Eine Pickaxt, ja. Ja, eine Pickaxt, genau. Also meine Eimer, da sind meine Eimer, okay. Und dafür brauche ich eigentlich nur Lava. Was mache ich eigentlich? So geht's viel schneller. Oh ja, schneller. So, machen wir mal ein paar Obsidian. Ich benutze jetzt eine etwas waghalsigere Technik. Oh, gleich ist Kinzi wieder tot. Zip. Ach ja, Enderlilies mal überprüfen hier. Was ist denn da los? Du bist aber arg optimistisch. Ja, 71%, 86%. Oh, aua. War die nicht das letzte Mal auch schon so weit? Ja, ich glaube schon. Ja, wir waren ja auch nicht da. Stimmt, ja, deswegen. Guck ich eigentlich. Noch ein paar Quirzen. Also normalerweise, wenn keiner von den anderen hier war, dann sollte da auch nichts weitergehen. Die können hier ruhig Urlaub machen, solange sie nichts anstellen. Urlaub nachher ist unsere Insel. Nachher ist unsere Stromrechnung horrend hoch. Oh. So, danach können wir nochmal umstellen. Ich hab Bock auf ein bisschen Musi. Dann mach Musi an. Ja, es dauert einen ganz kleinen Moment. Musikantenstadel. Moment. Es geht gleich los. Okay, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch Eisen. Oh, haben wir hier vielleicht schon Fertiges? Eisen. Oh, so leise braucht es ja nicht sein. Eisen und Aluminium. 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 Ich habe vorhin ein bisschen 1.8 gespielt. Da ist neue Musik drin, die gefällt mir richtig gut. Okay. Von Minecraft. Also jetzt muss ich mir überlegen, wie viel ich da brauche. Ist da eventuell schon Eisen und Aluminium drin? Aluminium ist schon drin. Eisen. Eisen machen wir mal rein. 1, 2. Eisen haben wir doch bestimmt noch. Ja, aber nichts in der Schmelze. Ach so. Das muss ja auch in der Schmelze sein, sonst kriegt das nichts. Ich habe den anderen mal beim Schmelzen zugesehen. Und läuft? Die packen den Gravel immer noch in einen Ofen. Den Gravel direkt? Yep. Also quasi die erste Station. Habe ich denen aber eigentlich schon gesagt, dass das äußerst unergiebig ist, sag ich mal. Yep. Naja. Müssen wir ein bisschen Gas geben da drüben. Na gut, jedem steht was anderes im Vordergrund, ne? Was denn? Bei jedem steht etwas anderes im Vordergrund. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. So. Ey, das geht echt viel, viel, viel schneller so. Echt? Was machst du überhaupt? Ich mach die zweite Reihe. Ja, du kannst ja gucken. Musst du gucken. Kann ich schlecht erklären.
Wo bist du denn überhaupt dran? Eine neue Plattformbautechnik. Ah, okay. Oh, eine neue Bautechnik. Ja. Ah, da bist du dran bei den Enderlilies, okay. Ja, so hier in der Nähe, ne? Hallo! Oh, die ist aber schön groß. Hatten wir noch ein bisschen Erde übrig? Ja, ganz klein bisschen. So, ich stelle mich jetzt hier an den Rand. Mach so. Tada! Geht viel schneller. Naja, Hauptsache du fällst nicht runter. Als andere sollen mir egal sein. Deswegen ist es gefährlicher. Los, also schneller! Geht sogar über zwei. Schneller! Was ist überhaupt dafür? Materialkosten 1. Das können wir noch hin. Ha, fertig. Geil. Obsidian braucht ganz schön lang zum Einschmelzen. Ja, das dauert echt ewig. Das stimmt. Und dann willst du wirklich in den Nether? Klar. Aber nur mit Fluch dran, noch, ne? Nee, ich wollte mir noch eine Rüstung vorher machen. Ja, die bringt ja nicht viel, haben wir doch gesehen. Eine anständige Rüstung. Vielleicht eine Eisenrüstung oder so. Hatten wir schon. Molten Obsidian habe ich jetzt. Oh, ich glaube, ich habe zu viele Steine. Oh ja, das sieht cool aus. Der Dschungelbaum da oben in ganz in weiß. Iron Nuggets. Ich esse mal ein bisschen was. 1, 2, 1, 2. Ich kann ja genau sehen, wo das Dschungelbiom endet. Das ist ja komisch. Wir hatten da noch irgendwo mal einen Tank, oder? Also einen Tank. Haben wir den noch in der Technik? Boah, da fragst du Dinge, ey. Das ist ja schon 20 Folgen her. Na ja, klar. Keine Ahnung, oh, weiß ich nicht. Ja, war noch unten drin. Tipto. Ausgesackte köstlich. Zeichnet. Ich muss die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Ja, sonst hört er mich wieder nicht. Nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Zuschauer nicht dein vielleicht Problem nicht hören können. Ja, genau, ist nicht unser Problem. Genau, ja, wunderbar. So läuft das hier. Ah, da ist der Artificial Hive. Aber ich brauche ja erst nochmal einen Grassamen. Und wo ist denn eigentlich die Gießkanne? Habe ich die hier? Irgendwo da. So, Grassamen. Schubidu-wapapidu. Wie bekomme ich den Kack da raus? Muss ich das Ding abbauen, hä? Grass, Carrot, Crushed Ardite, Grass Seed. Oh ja, nur einen reicht ja. Passt schon. Was ist denn das eigentlich noch da drin? Was ist das da? Blueberry Bush. Aha, oh, so geil. Bei der tropischen Erde rausgekommen, glaube ich. Man weiß es nicht. Oh Mann, hier ist schon wieder alles vermischt sich hier. Ah, ich könnte kotzen. Und Gieße. Ah, nee, da ist es doch. Molten Alumite. Zack. Zack, die Bohne. Zack, die Wurst. Lecker. Oh, ich bin doch kein Vegetarier, du. Wurst. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Boah, ich bin schon wieder so hungrig. Hungrig. So, was brauche ich jetzt noch? Papier? Wir haben nicht mehr viel Papier. Wir müssen mal mehr Papier abbauen. Haben wir überhaupt noch Papier, außer das eine Stück? Habe ich so viele Bücher gemacht? Keine Ahnung. Aber ich... Oder hast du im Keller noch Papier? Kann sein. Bevor ich jetzt runter gucken gehe, kann ich doch einfach hier noch welches abbauen. Geht schneller. Und ist produktiver. Das bisschen Sugarcane da, nimm doch diesen hier. Beim Bauernhof. Hm? Nimm doch den beim Bauernhof. Ja, aber der ist ja noch weiter weg. Oh, nimm die Beine in die Hand, Junge. Ich bin faul.
So, was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir ein Tool-Binding aus Papier, ja. Wieso denn aus Papier? Weil es einen zusätzlichen Modifikator gibt. Ach so, aber es hält nicht so viel aus, oder? Das ist doch dem Binding egal. Macht das nicht auch was mit der Haltbarkeit? Nein. Ach so, das ist gut zu wissen. Warum erzählst du mir das jetzt erst? Ich kann das gar nicht aus Papier machen. Dann mache ich es aus Obsidian. Habe ich gerade noch welche. Also ich meine, mit Eisen hält die Axt mehr aus. Ich weiß nicht, ob es der Stock oder das Binding was ausmacht. Oder beides oder nix oder was auch immer. Oh, ich brauche Fackeln, sonst haben wir hier gleich ein echtes Problem. Er macht schon wieder Monster. So. Zwei Fackeln, ja geil. Oh, ich hab keine Zeit, ich muss los. Wo haben wir Fackeln? Keine Zeit. Also Holz und dann, wo ist unsere Kohle? Ist da noch Kohle? Ich muss die echte Kohle nehmen, glaube ich. Farming. Mann, wir haben doch irgendwo noch, wir haben doch bestimmt hier noch. Hast du Fackeln bei dir? Und jetzt fang nicht an zu fackeln. Ich hab irgendwo noch Fackeln gehabt, aber frag mich nicht, wo ich die jetzt hab. Kannst du nämlich nicht sagen. Meiner Dreckkiste? Ja, du hast gefunden, ja, okay. Ja, ich muss hier raus. Schnell, es wird dunkel. Schon dass er es immer drücken. So kompliziert macht. Ach, ist gar nicht so ein großer Bereich. Nö, ist gar nicht so ein großer Bereich. Man könnte auch einfach schlafen gehen und es in Ruhe machen. Ach, ich wollte doch das Ender spawnen. Dann sag das doch. Sonst würde ich doch nicht so ein Terra machen. So, okay. Muss mein Inventar mal gerade ein bisschen leeren, denn das füllt sich und füllt sich und füllt sich und füllt sich. Fühlt sich nicht gut an, oder was? Ja, quasi. Scheißdreck, ey. Oh, Mann. Was kann da raus? Das ist Mob Drop. Mein Inventar ist total überlaufen. Ja, das Problem kenne ich. Geh mal in den Keller. Das Problem kenne ich. Bisschen aussortieren. So, Mob Drops. Da können wir Rotten Flash reinmachen. Gunpowder. Dann können wir das hier noch in Holz machen. Stein, wir haben sogar eine Steinkiste, ja geil. Ja. Mach ich auch mal Obsidian rein. Und Limestone können wir eigentlich auch da reinmachen. Ja, steht ja Stone dran. Deswegen. Puder, ich sollte auch einfach mal öfter diesen Golden Bag of Holding benutzen. Das würde mir auch schon etwas ersparen. Aber so kann man es doch lassen. Weißt du, wie das mit den Minen funktioniert? Ist schon ewig her, wo ich damit gearbeitet habe. Am besten nochmal durchlesen, weil ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wie das funzt. Kann ich dir nicht mehr genau sagen. Mache ich erstmal die Fläche grün. Ups. Ja, stimmt, grün muss die auch sein. Blumensamen haben wir ja unten im Keller noch einige. Wieso? Sind das nicht die normalen Minecraft-Blumen? Ja doch, aber wir haben unten im Keller die. Ach so, wir haben noch Blumen, alles klar. Ja. Dann mache ich einen auf Gärtner gleich. Du, ich bin ein Gärtner, du. Du, Gärtner. Ach, deswegen kommt keine Musik, es läuft Beethoven. Es läuft so lange an. Das ist doch auch Musik. Ja, aber es läuft so lange an. Und fängt so ganz leise an. So. Google Phil? Mach ich das richtig? Habe ich jetzt Bock auf Klassik? Wie bekommt man denn flüssiges Ender? Enderperlen in den Squeezer oder was? Nee, nicht in den Squeezer. Nee? Oh, Moment, was brauche ich denn? Brauche ich Resonant-Ender oder Liquified-Ender? Das ist jetzt natürlich die andere Frage. Wie ist das denn gleich? Holt man nochmal raus. Fluid Transposer? Nee, das war der zum Befüllen, ne? Ich guck schon.
Alles gut, rat nicht wild rum. Doch, ich weiß irgendwie, ich hab's auf der Zunge. Es fällt mir aber irgendwie nicht so richtig ein. Resonant Enderbucket. Fluid. Magma Crucible. Ah, okay. Ach ja, na, doch nichts mit Fluid. Hm. War ich doch weit entfernt, ne? Hm. Egal. Und die Fläche ist jetzt gleich sofort grün. Jetzt ist sie grün. Und es ist auch noch ein Dragon Fruit Sapling gespawnt. Ups. So, Blümchen. Da ist gebaut. Es ruckelt. Wieso ruckelt es? Bei dir ruckelt es, nee, weil du ein Ruckler bist. Ich bin Flash. Schneller als das Licht. Blümchen unten im Keller. Schmetterlinge, Magie, Samen, Blumen. Ist das Blumen? Nein. Ach, wir haben ja auch schon Forest Hive. Ich nehme die mal mit, die Meadow und Forest Hive. Da steht Bienen, nicht Blumen. Ah, die haben wir ja als Belohnung bekommen. Ne? Aber setze erst, wenn du weißt, wie es geht. Nicht rumprobieren. Ich weiß nicht, ob du die so ohne kaputt zu machen wieder abbauen kannst. Okay. Wir haben hier gar keine Blumen. Doch, im Keller haben wir welche. Unter Samen oder was? Entweder unter Samen oder sogar direkt unter Blumen. Technik, Fische, Farbstoff, Magie, Bienen, Werkzeug, Stein, Holz, Glas, Mob Drops, gar nichts. Ich habe ein Bucket voller Ender. Wow. Coolie cool, coolie cool cool. Bist du bei der letzten Quest oder was? Ja, ich mach die immer zwischendurch. So. Du bist ja. Aber wir hatten doch irgendwo. Bin ich mir auch ganz sicher, dass wir Blumen hatten. Oh ja, ich habe noch 16. 16 Iron, von jeder. Ja. Ah ja, das sollte doch reichen. Also ich stell den einfachen Hive mal hin. Komm mal gucken. Ich bin eh gerade am Schmelzen, das dauert. Muss das irgendein System haben oder kann das auch ruhig wild sein? Deswegen sage ich, versuch's erst nachzulesen. Ich weiß auf jeden Fall, dass im Umkreis von diesen Hives Blumen sein müssen. Also setze am besten mal nicht direkt am Rand, sondern irgendwo zentral. Aber das ist doch ein künstliches. Ja, das ist der, den ich gemacht habe. Ja, der funktioniert doch nicht. Du musst den doch erst in ein... Ja, er hat schon wieder nicht gelesen. Komm, jetzt kriegst du. Ey. Was steht denn im Questbook? Ich habe mein Questbook gar nicht dabei. Du brauchst ein Oak Barrel, das du mit Samenöl füllst. Und das musst du da reinmachen. Ach, hör auf. Doch. Eigentlich müsste man sich dafür totkloppen. Ich krieg dich. Wo bist du? Ach, dass ich auch teleportiert, die Sau. Wo ist er? Jetzt ist er weg. Sei lieb zu mir. Ich weiß Sachen, die du nicht weißt. Ich mach mir einen Bogen. Ich hol mir meinen Bogen. Wie, du weißt Sachen, die ich nicht weiß? Ja, ich weiß Sachen, die... In Minecraft, ja, das stimmt. Manche davon sind vielleicht so ganz wichtig, zumindest wenn man einen ärgern will. Ich brauche Holz. Du brauchst Holz? Ja. Dann geh mal bei deine Holzfarm. Oh. Soll ich dir mal beim Aufzug was Cooles zeigen? Warte, ich komm. Komm mal mit. Warte, ich komm sofort. Ja, komm mal gleich hier hoch. Was? Hab ich die jetzt eingesammelt? Mist. Oh, soll ich hochkommen oder was? Ja, komm mal gerade hoch. Hä? Jetzt bist du unten oder was? Ja, jetzt komm mal nochmal runter. Hast du den angezündet? Oh. Wieso geht es nicht mehr? Geht nicht mehr, nee, du hast was dazwischen gepackt, du Sau. Hihi. Werf dich mit Steinen, Alter. Geht wieder. Ich hab den Stein eingeholt. Yeah, ich hab mir selber auf den Kopf geschmissen. Nice. Gut, oh, scheiße.
Mache ich mir halt hier noch eine. Ich mache mir sowieso eine Werkbank. Okay. Ja. Mach du dir eine Werkbank? Ich mache mir eine Werkbank, eine Werkbank, eine Werkbank. Seit wann habe ich denn Minecraft wieder deinstalliert? Ich habe gerade schon wieder ein Achievement bekommen. Okay. For what? Für eine Werkbank. So. Wenigstens mal hier ein bisschen was abkönnen. Wo haben wir noch Eisen? Da. Ah, da reicht ja ein Oak Barrel. Locker. Locker, easy, dicker. So geil. Wie viel habe ich denn jetzt? Habe ich überhaupt was? Doch, ich habe 6 Seed Olken. Tja, wie viel Millibuckets sind da drin? Oh, da weiß ich nicht. Gut, dann baue ich den Artificial Hive nochmal ab. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, weißt du jetzt, wie es geht. Ja, das kann man abbauen. Gut. Ja, aber weißt du auch, wie du da draußen einen richtigen Hive machst? Ja, hast du mir doch gerade erzählt. Ja, ich frage dich, ob du es noch weißt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich habe zwar vielleicht Kopfschmerzen, ja, aber so dumm bin ich dann auch nicht. Muss ich jetzt warten, bis er sich vollgesaugt hat, ne? Ja, da müsste eigentlich auch so eine Prozentanzeige sich füllen, irgendwie sowas. Oh. Ready steht da. Ready? Ready, okay. Ging sofort. Oh, ja. Sentient Artificial Hive. Ja, genau. Hey, die Blumen sind größer geworden, seit wann machen sie das denn? Oh, das weiß ich nicht. Das ist ja witzig. Wie witzig. So, Spawning, 2%. Dann muss ich auch schon hier die Folge beenden. Ach, hör auf. Ja, doch, wir haben jetzt 22 Minuten. Wir machen jetzt Ende Gelände hier. Ich komme noch gerade zu dir gucken. Oh, schön, Spawning. Ja, ne? Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge könnt ihr dann schauen, wie unsere Bienchen hier Liebe machen. Sonnenuntergang. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Du alter Penner. Tschüssi. Bis bald.